Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium Conflict Remastered Edition auf Seiten der GTI Ausnahmezustandskampagne. Letzte Mission, liebe Leute, genau, der GTI und ja, wir müssen uns jetzt hier eigentlich nur noch eine Armee und eine Basis vernünftig aufbauen. Wir hatten beim letzten Mal den actionreichen Part schon. ja. Wo wir uns hier ziemlich heftig verteidigen mussten. Aber jetzt glaube ich, sieht es gerade so aus, als ob der Gegner keine Kohle mehr hat. Aha. Das ist natürlich ein Vorteil auf unserer Seite. Und dann würde ich sagen, baue ich mir nochmal eine Werkstatt auf. So, macht die Artillerie platt. Ja, die kriegt er schon platt. Die kriegt er schon so platt. Genau. Sammler, was machst du? Fahr doch hier oben hin. Oh, das ist... Das ist jetzt scheiße. Dass er jetzt auch hier sammelt. Das ist jetzt gerade richtig doof, muss ich sagen. So, ich mach das mal hier hin. Können wir die abfangen? Jawoll, sehr schön. Ha, geiles Timing. So. Dann können wir hier eine Werkstatt aufbauen, genau. Oh nein. Oh nein. Der Turm da, der geht flöten jetzt gleich, ne? Keine Kohle für gekriegt. Ach du Penner. Na gut, egal. Puh, okay. Aber dass der da sammelt, das finde ich nicht gut. Wie gesagt, das ist scheiße. Da kommt er jetzt auch wieder angeschissen und auch mit Raketenwerfern. Ja. Aber das kriegen wir verteidigt. Das ist kein Problem. Wir haben genug Geschütztürme hier stehen. So, Leute. Genau. Schön auf den scheiß Raketenwerfer. Toll! Danke! Penner, ey. So. Eiskalt. Ein Artillerieschuss und für meine fünf... Männig weg, ey. Und mach jetzt diesen Scheiß da weg. Das gibt's doch nicht. So. Diese Kack-Raketenwerfer. Gut, Leute, aber dann würde ich sagen, kann ich mir meine Mammutpanzer-Armee... Ach, Mammutpanzer, ja, schön wär's. Gummipanzer-Armee aufbauen. So. Dann sammelt ihr mal bitte hier unten das Zeug weg. Energie habe ich hier unten stehen. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Jo. Das reicht sogar für fast zwei Ladungen. Ja, das ist natürlich Hammer. Es reicht für zwei Ladungen. Ja, das ist natürlich geil. Das ist natürlich... was war das denn? Das ist natürlich mega geil jetzt. So, okay, die Flieger. Konstruktion fertig. Schmeiß sie mal dahin, den Angriff. Komm schon, komm schon. Nicht getroffen. Fuck. Ein bisschen. Ein bisschen getroffen. Aber ich brauche hier unbedingt... Was zur... Was zur Hölle? So, Leute. Oh Mann. Ich brauche hier definitiv mehr Einheiten. Wenn ich dem jetzt seine Sammler wegnehmen will. So, drei Gummipanzer, die ziehe ich mal nach da hinten hin. So, dann knall ich ihm jetzt nämlich beim nächsten Mal, wenn er da hinkommt, seine Sammler weg. So. Ja, der Sammler hier unten, die Sammler hier unten, die sind erstmal wieder ja, arbeitslos, sozusagen. So. Ein gelber Flieger, das ist so geil, Leute. Das sieht so geil aus. So, das ist der nächste Gummipanzer. So, und wegmachen den Scheiß. Das lasse ich nicht zu. Dass er mir hier die Ressourcen wegnimmt. Und da kommt er jetzt mit seinen Tarnpanzern. Okay, Leute. Jetzt kommt er angeschissen, ja, ziemlich.
Und da kommt er angeschissen. Aber das kriegen wir hin. So. Sehr gut. Zack. So. Oh, Raketenwerfer. Raketenwerfer. Oh, bam. Und hier drauf, los. Und drauf da. Dankeschön, dass du deinen eigenen Typen platt machst. So. So, und hier platt machen, los, platt machen. Platt machen den Scheiß. So. Und jetzt hier drüber fahren. Oh, fuck. Oh, fuck. Was soll das denn? Wie ist denn der jetzt hier durchgekommen? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Oh, 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 fuck, Leute, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ach du Scheiße! Fahr doch weg! Ah! Ah! Oh, Leute! Boah! Okay. Ich muss irgendwas jetzt verticken. Das brauche ich aber alles. Verkauf einen Turm. Komm, werd fertig. Gott sei Dank, ey. Was soll denn der Scheiß? Überfahr bitte dieses Manneken. So. Mann, ey, so. Weil das will ich nicht, dass der mir hier die Ressourcen auch noch wegnimmt. Der sagt, der hat schon genug Kohle gekriegt. Ohne Scheiß. Der sagt, der hat schon genug Kohle gekriegt hier. So, der soll mal schön davon fernbleiben. Sag mal, du kannst dich bitte reparieren. Ich brauche keinen langsamen Sammler. So, lock die da raus und dann ist gut. So, den Sammler muss ich gefälligst reparieren. Kommt er wieder mit dem Raketenwerfer? Jawohl, Sir. In Ordnung. Diese scheiß Raketenwerfer, ey. Schaut euch das mal an. So, bam. Und weg damit. So, sehr schön, Leute. Das reicht aber auch schon. Der Sammler steht schön da. Das ist gut. Oh, der kriegt zwei Einheiten gleichzeitig. Das ist natürlich scheiße. Gut, Bomber, komm bitte und schwäch die mal ein bisschen. Ja, minimal. Aber, ja, passt schon so, ne? Aber ich muss eine Raffinerie tatsächlich verkaufen und eine neue aufbauen. So. Alles klar, Leute, brauche ich eine neue Raffinerie. Ja, toll. Bisschen Fortschritt habe ich aber gemacht. Der kriegt da irgendwelche Spawner, kriegt er da, ne? Okay, geht ihr mal bitte da raus. So, jetzt. Lass den doch nicht immer... Ja, wobei, wartet mal, lass den einfach da stehen. Lass den Sammler einfach da stehen, dann kriegt er ja auch keine Kohle mehr, ne? So. Und bam, so. Jetzt kommt er wieder mit seinen Raketenwerfern. Ich fasse es nicht. Okay, hier. Platt machen, die Scheiße. So. Platt machen! Danke. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, Leute. So. Mach diese Scheiße weg da. Die können aber auch weit schießen, die Dinger. Mein Gott. So. Die bringen nämlich nichts gegen Panzer. Das ist das. So. Meine Güte, ey, so. Erstmal reparieren hier, ey. Lass mich doch einfach mal ein paar Minuten in Ruhe. Können wir das nicht einrichten? So, der kann zum Glück wieder hier unten ein bisschen was sammeln. Und, ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr wieder hier dabei seid. Bei Command & Conquer Remaster. Letzte Mission tatsächlich, ja. Der Add-on-Kampagne. Und, ja, wir haben hier ganz schöne Probleme, muss ich sagen.
Der Luftangriff ist schon wieder fertig. Ja, das ist natürlich mega nice. So, dann hier. Raffinerie, so. Genau, zweite Sammler. Und der kann bitte direkt hier rechts hinfahren. So, Leute. Und, jawohl, dann kann ich mal tatsächlich daran denken, meine Mammutpanzerarmee ein bisschen weiter aufzubauen. Hey! Na, wartet mal. Oh. Oh, jetzt ist gerade hier wieder... Wartet mal. Ah, meine Maus. Mach mal aus und wieder an. Ja, Leute, ich habe ja diese Funkmaus hier. Und, ah, jetzt geht's wieder. Sehr schön. Einfach aus und anmachen. So, ich wollte mir noch einen dritten Sammler holen, ne? Damit das ein bisschen schneller geht hier mit der Geldzufuhr. Hallo? Du bist frisch gebaut. Fahr doch hier oben rein. Ja gut, das ist natürlich verwirrend, auch für die Sammler. Weil da unten halt noch eine Raffinerie steht, ne? Das ist natürlich... Den kann ich nicht da reinpacken, ne? Nee, das wäre natürlich zu schön, um wahr zu sein. So, allerdings, da habe ich gleich meinen dritten Sammler und dann kann es erst recht losgehen hier. Mit den Gummipanzern. So, sehr schön. Hallo, dritter Sammler. Schön siehst du aus. Ha. So, dann gehst du mal bitte hier oben hin. Und einfach jetzt weiter Gummipanzer bauen. Der macht nämlich nichts mehr. Seht ihr das? Der macht schon nichts mehr. Das heißt, ich glaube, wir haben den schon ausgeblutet. Kann das sein? Ausbluten lassen hier. Das Blöde ist halt, dass ich hier dieses Spielzeugarsenal von den Nottis habe. Aber das sollte nicht das Problem sein. Ich werde einfach den Gegner mit einer schönen Gummipanzerarmee überrennen. So. Einfach nochmal 10 Stück. Ich meine, das kostet ja schon was, aber kostet nicht so viel. So. Und was zur Hölle machst du da schon wieder? Arbeitsverweigerer hier. So, der sammelt hier brav ein. Das ist gut. Den könnte ich eigentlich verticken, den Sammler, ne? Hm. Ah, Act of Instinct, Leute. Sehr schön. Mit dem Soundcheck muss es doch jetzt nur gut werden, ey. So. Hammer. Wir haben unsere 6 Gummipanzer. Sehr schön. 7 Gummipanzer. Oh ja, Leute. Jetzt legen wir los. Jetzt legen wir richtig los hier. So. Dann kriegen wir vielleicht sogar schon in dieser Folge diese Mission fertig. Weil es ist ja wirklich jetzt nur noch Armee aufbauen und platt machen hier alles. Aber ich werde einige Gummipanzer brauchen. Wirklich einige Gummipanzer. So. Aber ich habe 3 Sammler im Einsatz. Das passt doch, Leute. Und ja, Leute. Nach wie vor an diesem Sonntagabend unterwegs hier. Naja, Arbeitswoche steht an. Aber allerdings, wenn ihr das seht, ist sie schon halb vorbei. Dann ist es nämlich Mittwoch. Und ja, wird langsam dunkel draußen. Beziehungsweise es dämmert. Das ist auch eigentlich meine Lieblingstageszeit, die Dämmerung. Ich weiß nicht warum, das ist einfach eine gemütliche Tageszeit. Und ja, und was gibt es natürlich Besseres, als an einem Wochenende in der Dämmerung Command & Conquer zu spielen? Ah, das ist doch geil, Leute. Das ist doch mal richtig geil. So. Schieß das mal kaputt. Ja, dann sollen wir schön direkt hier unten rein. Mit dieser geilen Mucke noch im Hintergrund. Ach, ist das geil, Leute. Ist das Hammer. So. Ja, aus dem Gebiet der Ausgangssperre. Tatsächlich, Leute. Ich wohne in einem Gebiet, wo offiziell eine Ausgangssperre gilt, eine nachtliche. Ja, das ist interessant, dass es jetzt tatsächlich so weit gekommen ist, aber irgendwelche Politiker sehen da einen Sinn drin. Und naja, ich will mich jetzt auch nicht dazu äußern. Nicht, dass das Video dann auf YouTube gesperrt wird, weil ihr wisst das ja, ne?
Wenn man seine Meinung öffentlich im Internet kundtut, werden die Videos ja leider, leider Gottes sehr gerne mal gesperrt. Und so viel zum Thema keine Zensur, ne? Ja. Gut. Ich möchte mich auch hier eigentlich nicht über Zensuren und sowas unterhalten, aber was soll ich machen? Ich habe hier gerade nichts zu tun. Und das ist halt ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Oh. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde schon, dass die Zensurpolitik in diesem Land ein bisschen heftiger geworden ist seit ein paar Jahren. Und ja, das finde ich sehr schade. Weil wir waren ja auch immer als sehr freiheitlich bekannt. Und naja, das trifft einen schon sehr, muss man sagen. Ne? Aber gut, liebe Leute, es ist halt. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Also auch diese ganzen Geschäftsschließungen, sind die wirklich nötig? Wie gesagt, ich äußere mich nicht, aber ich. ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was eure Meinung dazu ist. Ja, also ich glaube, es wird auch gar nicht so viel nachgedacht, sondern einfach blindlings gehandelt. Ja, jetzt habe ich hier gerade eine Nachricht offen. Auf dem Handy. Ah, das war ein Kollege. Okay, dann haben wir 20 Gummipanzer. Um jetzt mal wieder hier zum Spiel zurückzukommen. Aber ich kann jetzt lange so weiterbauen. Das ist nicht das Thema. 3 Sammler im Einsatz. Die wechseln sich auch immer schön ab. Das ist ganz gut. Verstärkungen sind eingetroffen. So, und da ist auch schon der nächste. Seht ihr das? Also, das ist schon nice jetzt gerade, wie es hier läuft. Immer schön abwechselnd, damit der Geldfluss nicht unterbrochen ist, sage ich mal. Aber ja, wie gesagt, Leute, also, was hier in diesem Land im Moment abgeht, ich kann es mir nicht erklären. Weil sowas habe ich noch nie erlebt. Und alle sagen ja immer, dass es die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg ist. Man muss dann halt auch hinterfragen, ob das nicht so hätte verhindert werden können. Ja. Das finde ich schon, dass man das hinterfragen sollte als meinungsliebender Mensch, sage ich jetzt einfach mal. Und, naja. Gut, Leute, egal. Bevor ich mich jetzt hier noch weiter in Monologe verstricke, hole ich mir einen Kampfbuggy und noch ein Silo, damit ich da nicht in Geldprobleme komme. Das baue ich dann hier unten hin. Am besten noch eins und noch eins. 3 Stück am besten. Und ja, da würde ich sagen, können wir jetzt gleich sogar schon zum ersten Mal angreifen. So, genau, da können wir zum ersten Mal angreifen. Mit unserer Gummipanzerarmee. So, aber ich glaube, ich habe das noch gar nicht mehr abgespeichert, ne? So, lieber mal abspeichern. Nicht, dass hier irgendwas Unvorhergesehenes passiert. So irgendwie Spielabstürze oder sowas, weil das wäre echt mies. So, Leute, schau ich das an. Die Gummipanzerarmee hier. So viele sind das jetzt nicht, ne? Aber wie gesagt, ich gehe einfach mal drauf. Der verkauft sogar direkt hart, das heißt, er ist ausgeblutet. Geil. Der ist also ausgeblutet, der Kollege. Ha, sehr schön. Okay, dann kann ich ja hier oben jetzt den Luftangriff drauf. Genau, Luftangriff, jetzt kommen sogar... Nee, jetzt kommt nur ein Bomber. Der verkauft alles. Ist das geil, Leute. Der verkauft einfach alles. Also ich habe ihn erfolgreich ausbluten lassen, tatsächlich. Oh, geht mal da raus, geht mal da raus. Mach mal erstmal die Energie platt. Mach mal erstmal die Energie platt. So, Leute. Oder kann das schon reichen? Habt ihr es gesehen? Der hat einfach 2 Türme gleichzeitig gebaut. Och, KI, ey, echt jetzt. So, seht ihr das? Da hat er sich einen neuen Sammler gebaut. Das kannst du mal schön vergessen, Kollege. Das kannst du mal schön vergessen. So. Verkauf deinen Bauhof, komm. Tatsächlich. Er hat seinen Bauhof verkauft. Was zur Hölle? Ja gut, der muss ganz schön verzweifelt sein.
Da hat er noch Kohle für einen Gummipanzer gehabt. So, sehr gut. Und noch eine Kohle für Raffinerie, das heißt, er hat noch einen Bauhof. Okay. In der rechten Basis hat er dann noch einen Bauhof, ne? Ah. Wir überrollen die jetzt einfach. Und zack, einfach überrollen hier, so. Und dann nehme ich mir meinen Buggy und fahre mal da oben rein. Mal gucken, was er da noch so hat da oben. So, fahr mal rein. Der hat ja nichts mehr hier. Der hat ja nichts mehr. Riecht wie geil. Der hat ja gar nichts mehr. Ach, nur noch Manneken. Ja, dann reicht der Angriff echt schon. Das ist natürlich Hammer. Das ist natürlich mega gut jetzt. So, ja, dann lass die halt alle erstmal. So, genau. Alle nacheinander rein. So. Überfahr den, los. Sehr gut. Sehr schön, dann habe ich auch schon meinen Luftangriff. Der kann auf dem Bauhof. Und ihr macht jetzt bitte schön den Sammler hier platt. Weil das frisst wieder nur Zeit. So, Leute. Bam, der Bauhof ist weg. Sehr schön. Ha. Ist das geil, Leute. Ist das geil. Die Gummipanzer scheinen tatsächlich zu reichen. Ja, das ist natürlich cool. Ja? Da haben wir den schön auseinandergenommen, den Gegner. Sehr gut. Ah, jetzt macht doch dieses Drecks-Manneken weg, ey. Ich glaube, ich muss sogar erstmal die Kaserne hier platt machen, ne? Damit der da nicht noch mehr Manneken baut hier. So, dann überfahrt die einfach alle. So, Leute, dann. Bam, bam, bam. Sehr schön, Leute. Und geht bitte mal aus den Türmen raus. Ich will mir nicht nochmal eine Armee zusammenbauen müssen. So, bam. Bam, genau. Lass die einfach auf den Manneken schießen. Das ist kein Problem. So. So. Und sehr schön, Leute. Die Geschütztürme müssen unbedingt noch weg vorher. Oh Mann, der nimmt jetzt einen nach dem anderen weg hier. Oh, seht ihr das? Da brauchen wir schon wieder Silos. Da brauchen wir schon wieder Silos. Krass, Leute. Schaut euch das an. Alles klar, aber... ja. Einiges an Kohle kriegen wir jetzt hier tatsächlich rein, ne? Sammler bleibt hier unten stehen. So. Und dann können wir ihm den Rest geben, dem Gegner. Sehr schön, Leute. Haben wir es auch tatsächlich genau in der Folge jetzt noch geschafft. Und, jawohl. Dann kriegen wir das auch hin. So, wunderbar. Hier, zack. Und weg damit. Ja, gut. Hier auch, weg damit. Und dann ist es soweit. Dann haben wir die Add-on-Kampagne der GDI hinter uns gebracht. Sehr schön, Leute. Wunderbar. Die Flugzeuge brauche ich jetzt gar nicht mehr. Es sei denn, der Schütze macht mir jetzt nochmal alle platt hier. Einsatzziel erreicht. Nee. Das war's. Erreicht Mantel und Degen. Sehr geil. Ach, Leute, wir haben die Mission. Oh mein Gott, wie geil. Wie geil, Leute. Bonusgalerie freischalten, abschließen, toter Winkel. Was ist das denn da oben? Okay, interessant. Schaut euch mal die Kohle am Ende an. Wie viel Kohle wir hatten noch? Mehr als 10.000. Schaut euch das an. Einheitenverluste 480. Meine Güte. Gut, liebe Leute, Bonusgalerie, was ist das? Ah, okay. Aufnahme in einem gepolsterten Schrank. Kia Hunzinger. Bei den originalen Tonaufnahmen von Eva im Jahr 1995. Laut Frank wurden sie in einem gedämmten Abstellraum aufgenommen, da die Möglichkeiten der damaligen Audioabteilung begrenzt waren. Ja, okay. Ich meine, das nutzt man ja heute noch, ne? Solche
Polster. Ich zwar nicht, aber viele andere Let's Play. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal bei der ersten Konsolenmission, GDI 97 Special Optional 1. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten, würde mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.